Moin, ich bin's, der Mike von Whirlpool & Living und ich zeige euch heute mal, wie wir den Software Whirlpool aufbauen. Ja, ich habe hier zum einen den Whirlpool als solchen in seiner großen Box und zum anderen den Hydromaten, das ist die Motoreinheit, wo die ganze Technik eingebaut ist. Ich habe mir den Karton schon mal einmal falsch rum hingestellt, weil wir ihn von unten öffnen. Dafür nehme ich das Cuttermesser, öffne hier einmal die Seitenverklebung und einmal ganz vorsichtig das Oberteil. So, und dann brauchen wir den Cutter schon nicht mehr. Den Karton stellen wir dann einmal auf die andere Seite, sodass also hier der Motor direkt frei zum Stehen kommt. So, einmal haben wir hier die Betriebsanleitung und die Schnellbauanleitung, wie man die Pulle aufstellt. Und zum anderen ganz wichtig beim Hydromaten sind die drei Verbindungsschläuche, die wir hier haben. Die solltet ihr möglichst beim Transport gar nicht anfassen. Das heißt also den Motorblock immer so hochheben. Rückenschonend möglichst. So, hier ist der Softhub drin. Der ist wirklich sehr sicher verpackt in seiner Pappe. Die Pappe öffnet ihr am besten, indem ihr die 8 Laschen hier oben nacheinander aufmacht und dann den Deckel, den Pappdeckel vom Pool entfernt. Ja, wenn ihr alles aufgerissen habt an der Seite, dann könnt ihr den Deckel oben einfach runternehmen. Denkt bitte daran, beim Auspacken lasst wirklich alles Scharfe weg. Keine Messer, keine Scheren oder dergleichen, sondern wirklich nur mit den Händen aufmachen, damit der Pool nicht verletzt wird. So, nachdem die Pappe oben jetzt runter ist, macht ihr es euch am besten leicht. Und gerade wenn ihr alleine seid, reißt die Seitenteile auch noch einfach ein, dann könnt ihr den Pool besser rausbekommen. So, die Pappe ist weg. Jetzt haben wir den Pool in seiner vollen Pracht hier stehen und jetzt gucken wir uns mal an, was da drin alles los ist. Dafür nehmen wir erstmal den Deckel runter. So, Deckel ist weg. Im Pool befinden sich noch zwei weitere Teilchen. Einmal haben wir hier das Isolationskit, was nachher zwischen Motor und Pool aufgesetzt wird. Und hier drin ist auch noch der Gurt, der für den Deckel nachher da ist, um ihn abzuschließen. Da kommen wir aber später zu. Als weiteres haben wir hier drin dann noch einmal die Stückliste aus der Produktion, dass auch alles dabei ist. So, das Zubehör haben wir jetzt rausgenommen aus dem Pool. Das, was noch drin steckt, ist der Filter. Der Filter sitzt hier unten auf dem Sieb aufgesteckt. Ganz wichtig, den dürft ihr jetzt nicht rausnehmen. Der Filter lässt sich so nicht aus dem Pool rausziehen, weil er im vorderen Bereich einen Kunststoffring hat, der auf Wärme reagiert. Sobald das Wasser warm wird, wird dieser Ring vorne weich und der Filter lässt sich abziehen. Das funktioniert jetzt aber im kalten Zustand nicht. Deswegen bitte drauf lassen. So, für den Softhub habt ihr euch in eurem Garten ja sicherlich ein schönes, ruhiges Plätzchen ausgesucht. Und an die Stelle, wo der Pool hinkommt, da muss auch im Vorfeld einmal der Gurt ausgelegt werden. Und zwar so, wie ich es hier gemacht habe, einmal über Kreuz, weil wir das gleich an den Deckel anpassen müssen. Das zeige ich euch gleich im nächsten Step. So, nachdem ihr jetzt den Gurt unten ausgelegt habt, den Pool wieder draufgestellt und den Deckel oben draufgelegt habt, könnt ihr ihn gleich ausrichten. Nochmal ganz kurz zur Erklärung. Der Gurt ist dazu da, damit der Deckel bei starkem Wind nicht wegfliegen kann zum einen. Und zum anderen ist es eine Kindersicherung, weil hier am Deckel befinden sich Zahlenschlösser, mit denen man den Pool sichern kann. So, hier haben wir einmal das Zahlenschloss von 00 bis 99. Dazu gibt es einmal in der Verpackung auch die Erklärung, wie man die Zahlen verstellt. Hier sind seitlich dann kleine Stifte, die man mit dem Kugelschreiber am besten reindrückt und dann sich einfach die richtige Nummer dort auswählt. So, nachdem ihr auch den Pool jetzt richtig positioniert habt, an der Stelle, wo er tatsächlich am Ende stehen soll, macht ihr den Deckel zu und richtet die Gurte einmal dazu aus. So, wenn euch der Gurt noch ein bisschen zu lang ist, dann könnt ihr ihn hier vorne noch mal einmal nachjustieren, damit er die richtige Spannung hat. So, den Pool haben wir vorbereitet. Jetzt kommen wir zum Motor. Beim Motor müsst ihr jetzt tatsächlich noch einmal wieder ein bisschen was Scharfes dazu nehmen, am besten eine Schere oder einen kleinen Seitenschneider. Und damit öffnen wir gleich erstmal die Kabelbinder und die Transportverpackung lösen wir erstmal damit ab. So, wir haben jetzt alle Transportsicherungen gelöst und jetzt denkt bitte daran, dass ihr den Motor nur noch wirklich am Korpus anfasst, also am besten so tragen. So, jetzt setzen wir den Motor an den Pool ran. Denkt bitte daran, ganz zu Beginn, dass ihr diese Dichtung hier oben dabei habt, diese schwarze Dichtung, die muss auf jeden Fall hier zwischen sein. Das kann auch gerne mal passieren, dass die im Karton irgendwo noch drin liegt, weil die ab Werk quasi hier eingesteckt ist. Ganz wichtig.
sonst dichtet der Pool nicht richtig ab. So, jetzt wird der Hydromat, die Motoreinheit, mit dem Pool verbunden. Dazu setzen wir ihn also vor den Pool und schieben ihn quasi nur zusammen. So, beginnt mit der oberen Verbindung, also das ist die Luftverbindung. Die dreht ihr als erstes fest. So, als nächstes macht ihr die untere Verbindung fest. So, ihr müsst jetzt darauf achten, dass die schwarze Dichtung in dem Rohr verschwindet, sodass es auch wirklich also richtig zusammengeschoben ist. Das Ganze wirklich bis zum Schluss durchdrehen, dass es nicht mehr weiter zu drehen geht. Da seht ihr am Gewindegang auch. So, und beim mittleren genau das Gleiche. Dass es also auch gut abdichtet und zu ist. So, nachdem die Rohrverbindungen jetzt alle geschlossen sind, kommt noch der 12-Volt-Stecker für die LED-Beleuchtung. Den steckt ihr einfach ineinander. So, Motor haben wir montiert. Den Deckel habe ich gerade runtergestellt, damit wir innen drin ein bisschen mehr Platz haben, um überall besser ranzukommen. Die Folie solltet ihr, bevor das Wasser jetzt einläuft, mal einmal schön zur Seite rausstreichen, damit sie schon relativ glatt liegt. Und dann können wir mit dem Wasserfüllen beginnen. Ganz wichtig, bevor ihr den Garnschlauch jetzt hier in den Pool reinlegt und das Wasser laufen lasst, lasst erstmal noch 2-3 Minuten ruhig das Altwasser, was sich im Gartenschlauch befindet, irgendwo ins Beet laufen und nehmt dann das Frischwasser tatsächlich erst für den Pool. Wassermarsch! So, jetzt haben wir hier schon einen Füllstand von 5 cm. Jetzt müsst ihr, ganz wichtig, noch mal einmal schauen, dass die letzten Falten, die jetzt am Boden sich befinden, noch mal ausgestrichen werden. Wenn das Wasser bei der Bank angekommen ist, sind oben auf der Bank immer noch ein paar Falten. Die müssen wir jetzt erstmal rausziehen. So, greift hier außen an die Seite, so ein bisschen zieht es rein, dann habt ihr die Falte hier schon mal weg. Um die Falte rauszubekommen, auch hier wieder zur Poolaußenseite hinziehen. Und dann haben wir es im Grunde schon fertig. So, der Pool ist aufgefüllt, Wasser ist bis oben hin drin. Das heißt also, ihr habt als Richtlinie immer die oberste Düse, sucht ihr euch im Pool raus und da haltet ihr eure beiden Finger einfach dran und da sollte der Wasserstand, das sind ungefähr 3-4 cm über der Düse sein, so als niedrigstes Level. Man kann natürlich nachher im Nachhinein, wenn man merkt, es ist zu wenig Wasser drin, immer noch mal wieder was nachfüllen und das könnt ihr euch dann individuell einstellen. Jetzt kommt zum Schluss nochmal unsere schicke Umrandung gleich um den Pool gestellt. Da steht sie nun, unsere neue Ikono-Umrandung. Besonderheit daran, kann das ganze Jahr draußen im Freien stehen, ist absolut wetterfest und schmutzabweisend. Also sehr schick, kann mit jedem Pool der 300er Serie, also 300 Gallonen oder 220 Gallonen, das sind 2 Meter im Durchmesser oder 1,80 Meter im Durchmesser, kombiniert werden. So, das ist das Anschlusskabel vom Hydromaten, das ist 4 Meter lang. Ihr habt also einmal hier vorne den Schuko-Stecker, der in die Steckdose kommt und davor geschaltet den FI-Schutzschalter, der also automatisch beim Pool immer schon dabei ist. So, als nächstes wird dann der Schuko-Stecker in die Steckdose gesteckt. Wir haben dann hier oben einmal die Reset-Taste am FI-Schutzschalter, die müsst ihr bitte einmal betätigen. Der Motor startet in diesem Moment und wird jetzt automatisch anspringen, nämlich genau jetzt. So, nachdem der Motor angelaufen ist, macht ihr ganz kurz den Test, ob der FI auch wirklich funktioniert, indem ihr einmal die gelbe Taste drückt. Der Motor schaltet ab. Genau das, was er machen soll. Und das gleiche Spiel zurück, nochmal die grüne Taste. Motor hat Strom bekommen und läuft jetzt gleich wieder los. So, als letzten Schritt kontrolliert ihr bitte nochmal die Dichtheit der Verbindung hier unten. Das heißt also, zwischen diesen 3 Anschlussschellen darf kein Wasser rauskommen. Das muss also trocken sein. Und wenn das trocken ist, dann kommt zum Schluss als letzter Schritt die Isolierung drüber.